Hallo und herzlich willkommen zu Grim Fandango Remastered Folge 10. An meiner Seite immer noch der großartige Starkiller, ich bin euer Mr. Venom 1974 und ich nenne diese Folge nicht umsonst. 10 kleine Biberlein gingen in den Scheiß, wir rupften ihn. Ja, ich hör auf zu singen, weil sonst ist das noch nerviger als Rum. Hab ich schon gesagt, dass ich den Scheiße finde? Übrigens noch was, ne? Für die Leute, die jetzt schon wieder rumnörgeln. Ich mag das Spiel schlecht. Das macht das Spiel selber. Das kann ich bestätigen sogar. So, wir haben es rausgefunden. Ja, darf ich sagen, wie lange wir gebraucht haben? Es ging relativ zügig. Ja, 3 Stunden. Dies ist eine Parodie. Es war jetzt ohne Witz, es war ein Versuch. Das ist übrigens immer so. Das muss man vielleicht diesen Leuten erklären, die immer nur sagen, nur 15 Minuten aufnehmen. Machst du diese Record-Funktion aus, funktioniert's. Machst du sie an, funktioniert's nicht. Das kann, glaube ich, jeder bestätigen. So, der Trick ist total doof, weil ihr habt ja, das habe ich ja gerade gemerkt, eine Autofunktion beim Feuerlöscher. Und ich glaube, beim Original musste man zielen, glaube ich. Hier muss man es nicht mehr. Hier hast du Auto-Aim. Willkommen in der Konsolengeneration. Ich freue mich schon auf Fanpost. Willkommen im Jahr 2015. So, also, was aber gut ist, die Taste 2, das beschleunigt die Sache nämlich. So, wir werfen den da rein. Ja, gehen dann auf Feuerlöscher. Gehen auf Feuerlöscher. Gehen auf Feuerlöscher. Du. Also ich kann bestätigen, dass es funktioniert hat. Ja, jetzt Feuerlöscher. Super, ja klar, natürlich. Alter, das ist so schlecht, da cutte ich die Folge nicht. Das lasse ich drin. Wenn ihr das hätte man jetzt wirklich mit Facecam aufmachen. Ich habe die 2 gehämmert, wie ein Amokläufer. Und das macht Manny Calavera. Oh, es ist schon 5 Minuten soweit. Ich packe jetzt mal den Feuerlöscher raus. Hot stuff, sag ich nur. Wir machen das gleich nochmal, weil das macht ja so viel Spaß. Wir dürfen es übrigens schon vorwegnehmen. Also wir haben es nur einmal getestet. Wir vermuten, wir machen dieses Rätsel gleich 3-mal. Weil ein Rätsel, ihr kennt das sicherlich, ist nicht nur einmal schlecht. Nein. Desto schlechter, desto besser. Schlecht, dreimal so schlecht. Schlechter, ja. Am schlechtesten. Mhm. Harder, faster, Scooter. Meine Güte. So, jetzt kann ich den Feuerlöscher ziehen. Knoche. Feuerlöscher. Knoche. Feuerlöscher. Knoche. Feuerlöscher. Ah. Habe ich Spaß dran. Tastaturtest bestanden. Gut, jetzt. Es geht jetzt wieder nicht. Pass auf. Garantiert. Feuerlöscher, Feuerlöscher. Komm, Feuerlöscher. Ah, jetzt hat er an. Mach ihn an, mach ihn an, mach ihn an. Mach ihn an. Ein kleiner Biberlein, der eine sprang ins Tier, versank in mir. Was ein schwer, lalala. Vorher wissen wir, wo ich diese Reiminspiration habe von Bushido. Auch der kann mich übrigens gerne abonnieren, falls er den Button findet. So, ich bin jetzt gerade in der Laune, irgendwie Leute zu beleidigen. Wenn ihr jetzt in die Kommentare anschaut, ihr möchtet beleidigt werden, ich ziehe euch vor. Für die 2 Leute, die sowieso jetzt beim Let's Play noch dabei sind. Alter, wer? Gott sei Dank. Na, immerhin. Gott sei Dank. Immerhin. Ich hätte geschrien. Ich hätte geschrien. Ich grüße hier nochmal den großartigen Herrn Rimtour, der jetzt wahrscheinlich als Einziger sowieso guckt. Du wärst taub geworden. Und ich hätte diese Klack. Da ist ja noch ein Dritter. Natürlich, der ist die ganze Zeit da hinten. Wie, das waren 4? Ja. Warum? Das heißt doch... 1, 2, 4 Biber. Ja, aber jetzt mal ohne Witz. Bei Videospielen machst du doch alles nur 3-mal. Und nicht 4-mal. Wir spielen hier Grim Fandango, mein Lieber. Tim Schäfer, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, dass du gerne Kickstarter-Projekte machst. Weiß ich gar nicht. Ob das Ding auch kickgestartet wurde, das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Zweiter Biber-Tod. Mhm. Fatality. Obwohl, jetzt passt der passende Spruch natürlich. Du kniest dahin. Er ist tot, Jim. So, komm, hast du einen Song von Justin Bieber, den wir kurz singen können? Ich mag den Kerl doch nicht. Ist doch egal. Wenn ich das singe, dann mag den sowieso keiner mehr. Ist er nicht wieder im Knast? Weiß ich nicht. Wegen Trunkenheit beim Katzenüberfahren oder sowas? Das kann sein.
Es ist, mein gut, ihr kennt das sicherlich, ihr da draußen, ihr junges People-Kennen-Volk da, dass es natürlich irgendwann auch richtig hart wird, ne? Macht so wie Marco Reus, macht's ohne Lappen. Dann kann euch der nicht weggenommen werden. Na, richtig. Das hat er schon begriffen. Habt ihr das schon mal was vorgebeugt? So, komm, Alter. Ja, jetzt feuerlöscht er. Jetzt funktioniert's. So, komm. Spring runter. In den Tod. In den Tod. Auch Nummer 3, meine Damen und Herren, ist tot. Bitte nicht wieder wählen. Hier bei Grim Fandango. Gibt's eigentlich noch den anderen Fan? Ist mal gut hier. Gibt's das macht so Spaß, das Spritzen hier. Gibt's eigentlich noch den Wrestler Fandango, mit der, glaube ich, nicht mehr das Tanzgimmick hat? Ich denke mal, dass er jetzt zur Unterschicht dort gehört. Schreibt jetzt Herr Calavera unter uns. Sie packen jetzt den Feuerlöscher weg. Wir nehmen jetzt mal einfach noch einen Knochen, weil davon kann man nie genug haben. Und ich glaube, hier ist keiner mehr. Also der da hinten ist nicht mehr da. Was seltsam ist, weil... Ich meine, gut, für YouTube-Verhältnisse ist es nachvollziehbar, dass aus 4 minus 2 0 wird. Für mich nicht ganz. So, wir haben das. Sie sind weg. So. Das heißt, wir müssten jetzt theoretisch dieses... Warte mal, kann ich den schlagen? Kann ich dir richtig eine vor die Fresse hauen? Mit dem Feuerlöscher am besten. Wo bist du? Da ist kein Platz für einen Knochen. Du hast eine gute Idee. Ist mir scheißegal. Ist jetzt egal, ob die Folge jetzt 10 Stunden dauert. So, wo ist der Feuerlöscher? Oder nee, ich mach die Sense. Ach komm, das funktioniert eh nicht. Bringt nichts, der ist eh schon tot. Ja. So, komm. Lass mich raten. Der sagt uns jetzt, wir müssen erst den Schlüssel aktivieren. Oder den Knochen. Da hängt ein dickes Vorhängeschloss am Tor. Problemo, ha? Ja. Kratzt dir wieder einen Kopf hier, ne? Das komme ich mit bloßen Händen nicht ab. Dann, weißt du, was als Idee wäre, Manny? Nennt sich, ich spoil mal. Wo ist denn der Schlüssel jetzt? Ich weiß es doch gerade. Da ist er. Ja. Dann nehmen wir einfach diesen ganz tolles Rätsel. Kennt jeder aus Text Adventures. Benutze Schlüssel in Schlüsselloch. Unlock door with key. Dieses Außentor ist riesig. Ich brauche Glottis, um es zu öffnen. Dann holen doch. Katzi. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, über andere Leute zu fahren. Sie spüren nichts mehr. Sie sind tot. Du bist auch tot. Aber trotzdem würde ich dich nicht überfahren wollen. Ja, Glottis, weil du und ich Freunde sind. Oh, Manny. Mir kam gerade bei dem Satz ein bisschen Kotze hoch. Das klang so ein bisschen nach der Handlung eines schwulen Pornos. Hallo! Miss Colomar! Wir sind hier, um Sie zu retten! Hey, hört mit dem Krach auf! Die ganze Stadt schläft schon! Aber ich will heizen! Wenn die erstmal meine Abgase schlucken, dann sind wir das Stadtgespräch! Du hast recht, wir brauchen einen Ort, an dem wir das Ungetüm verstecken können. Wo wir gerade von Verstecken reden. Ob Matche schon hier ist? Ich sehe mal, was ich rausfinden kann. Übrigens kein schlechtes Grundstück. Könnte man was daraus machen. Der ist wirklich Pimp My Ride, ey. So, lass mich raten, Calavera. Gehe Treppe hoch. Dieses mächtige Rätsel schaffe ich. So. Mal gucken. Ist ein bisschen tot hier. Passt doch. Du, ich weiß nicht, du hörst wahrscheinlich jetzt nicht die geile Fahrstuhlmusik. Die höre ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Das ist unglaublich schön. Stell dir einfach so vor, diese schöne Fahrstuhlmusik, wenn du von Stockwerk bis 144 fährst und das ist so easy, berieseling, nix, down-harmy-Music. Ist schön. Du meinst sowas wie, du hörst es im Erdgeschoss und wenn du dann oben am 144. angekommen bist, hast du die aufgehängt, oder wie? Wenn es gut läuft. Ah, sonst hast du sie schon im 10. aufgehängt, alles klar. Kann ich es mir vorstellen.
Obwohl, jetzt spielt gerade so ein Saxophon. Jetzt ist so ein bisschen Jazzy. Das ist so Free Jazz. Ist der Erlo auch mit der Partie? Der Kerl kommt mir bekannt vor. Mir nicht. Auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, ob ich ihn jetzt spontan wiedererkenne. Mr. Flores, ich bin jetzt soweit. Manny Calavera, bist du das? Warst du nicht mal größer? Jetzt frage ich mich gerade, haben wir den Flores nicht getroffen? Oder war das der, den wir beraten haben, Mann? Da merkt ihr mal, wie dieser versteinerte Wald, ich hasse ihn, meine Nerven kaputt gemacht hat. Ach ja, genau, stimmt. Wir haben ihn, wenn du also ein totaler Loser bist, kriegst du einen Spazierstock. Also wenn deine Seele so auf dem Niveau ist von, ich sag mal, deutschen Bundespolitikern, dann hast du halt 4 Jahre, dass du da durch die Niederhöhlen musst. Und dann, ne, spielt man auch mit I'm walking, yesterday, I'm walking. Und die anderen, ne, hier, Achtung, hallo Herr Profaner, die Heiligen, die kriegen natürlich ein Bahnticket. Jetzt könnte man sagen, in unserer reellen Welt ist es auch genauso schwierig, ein vernünftiges Bahnticket oder ein richtiges Bahnticket zu kriegen, wie ein Freilos in der Seelenhölle, aber es sind einfach Amerikaner. Da muss man 5 gerade sein lassen. Ja gut, aber ich denke mal, ein Bahnticket zu bekommen ist einfacher, als von Berlin aus zu fliegen. Schreibt jetzt in die Kommentare, wo ihr oder wie lange denkt, dass der Herr Medorn in den Höllen unterwegs wäre. So viel deutsche Politik kenne, 5 Minuten. So, dann wollen wir mal labern. Ich bin hier, um den Spazierstock zurückzufordern. Ich habe ihn im Wald auf dem Schädel einer schrecklichen Kreatur zertrümmert. Du bist ein undankbarer Typ, du. Er war teuer. Ich suche eine Frau namens Mercedes Colomar. Hier ist niemand durchgekommen, der so heißt. Das kannst du mir glauben. Ich suche nämlich auch nach jemandem und darum beobachte ich das Kommen und Gehen hier sehr genau. Okay. Hier ist übrigens auch was, das zeige ich auch mal gern. Das ist das Problem der Pressefassung. Es dauert manchmal, dass die oberen Optionen angezeigt werden oder gehighlightet werden, aber gut. Ed funktioniert irgendwann ja doch. Was machst du hier? Nun, wenn du es unbedingt wissen willst, nach meiner Frau. Ich habe erfahren, dass sie nicht lange nach mir verstorben ist und wie ich zu Fuß durch das Totenreich gehen musste. Man sagt, dass alle verlorenen Seelen nach Rubakava kommen. Also kam ich hierher, um auf sie zu warten. Das ist so das Casablanca der Unterwelt, um das mal so als Tipp zu geben. Okay, ich sehe dir in die Augen, Kleines. Genau. Hier gibt es auch ganz wenig Anspielungen auf Casablanca oder der dritte Mann. Ganz, ganz wenig. Du musst sie sehr lieben, Celso. Ja, das ist wahr. Abgesehen davon hat sie noch all mein Geld. Das ist natürlich scheiße. Ja. Woher weißt du, dass deine Frau nicht vor dir hier gewesen ist? Oh, Manny. Wenn sie als Erste hier angekommen wäre, dann hätte sie bestimmt auf mich gewartet. Natürlich. Glaube ich dir aufs Wort. Ich werde dir helfen, deine Frau zu finden. Wie sieht sie aus? Oh, hier, das habe ich von der DOD. Ich habe Handzettel davon gemacht. Ist sie nicht toll? Mit Haut muss sie wunderschön gewesen sein. Waren wir das nicht alle? Nun, weißt du, wo ich hier eine Bleibe finden kann? Was willst du denn anlegen? So zwischen nichts und gar nichts. Dann wird es Zeit, sich Gedanken über einen Job zu machen, junger Mann. Kannst du mir einen Job verschaffen? Was kannst du denn? Verkaufen. Tja, damit qualifizierst du dich für eine ganz besondere Position. Aber wir haben leider nur einen Wischmopp. Tut mir leid, Manuel. Ich muss mich auf die ersten Kunden vorbereiten. Okay, ich lass dich wissen, wenn ich deine Frau sehe. Sie wird diejenige sein, die nach ihrem geliebten Celso fragt. Natürlich. So, jetzt da ich noch ein bisschen aus Erinnerung weiß, da ich jetzt weiß, dass gleich etwas passiert, was die Sache wieder ein bisschen besser macht und den versteinerten Wald, ich erwähne das gerne ein wenig öfter, den versteinerten Wald gleich ein bisschen vergessen lässt, gleich wird's ein bisschen unterhaltsam. Darf ich spoilen? Mach. Wir gehen gleich hier wieder aus dem Raum raus. Oh, das war zu vieles Guten jetzt. Entschuldigung. Wir sehen uns in Folge 11 wieder. An meiner Seite der große Starkiller. Ich bin euer Mr. Werner 1974 und ich
Das kann ich doch verraten. Das Jahr 1 oder Akt 1 ist bald vorbei. Und was meinst du, was dann kommt? Eine Raucherpause und dann das Jahr 5? Nein. Nein. 2. Übrigens, Raucherpause ist wirklich so. Die rauchen hier alle. Mhm. Aber gut, die sind ja auch tot. Ja eben, da macht es keinen Unterschied mehr. Da kann man es wieder genießen. Da seht ihr übrigens, nicht nur Rauchen kann tödlich sein. Leben ist es auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Oder adios.